Ja, hier auch, oder was? Jep, hier auch, gut. Kann ich jetzt mal hier entlang klettern und schauen, wo man hier hinkommt? Nee, so wird es auf keinen Fall was. So. Gegen die St Ja. Teilweise denke ich mir, ob er mich verarscht, ne? Was wohl diese Hebel bewirken? Ja gut, weiter geht's nicht. Aha. Und zack, zack, zack. Und flups und flups. Und wir haben es geschafft. So, jetzt geht das Ding hier auf. Das Gitter hat sich bewegt. Aua. Das reicht noch nicht. Kann man sich, dass ich die Abmachung nicht abschalte, das nervt tierisch. Gut, dann hier hoch. Gut, da müssen wir jetzt einmal nach vorne springen. Und flupp. So, und jetzt seitlich. Und dann rüber auf die Säule und dann nochmal rüber, okay. Dreh dich und spring. Spring und spring. Hör auf zu dingsteln, zu drehen und dann zu schwingen. Schwingen ist da, glaube ich, das bessere Wort. Ist wie auch bei Tomb Raider, die schwingt auch so cool. Werde ich auch noch eines Let's Playen. Dachte ich mir zumindest, dass ich ein Tomb Raider Let's Play, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis das kommt. Warte mal hier. Ja, hier ist das Wasser noch da. Da ist nämlich nichts, was abfließen könnte, komischerweise. Na gut. So, jetzt kann man diesen Ding da unterschieben. Ja, ich würde auch gerne. Bleib dort! Ich keine Sorge! Mir geht's hier gut! Okay. Das ist schön zu hören, dass dir da gut geht. Und ich jetzt wieder runter muss. Und hier hoch. Links und rechts und links und rechts und links und rechts und links und rechts. Oh, einmal durchrollen. Ich sehe noch Wasser. So, das, für das Ruckeln kann ich jetzt nichts. Das ist einfach so. Das ist spielmäßig verankert. Schieb den Scheiß da runter und fertig. Ist der unfähig? So, ganz nah an die Leiter ran, sonst kommen wir nicht hoch. Flitsch. Vollidiot. So, hoch hier. Nehme ich das Ding hier mit. Hat dir auch keiner gesagt, dass du runterfallen sollst, ne? Alter, hast du mir gerade nicht zugehört? Oder machst du eigentlich eh das, immer nur das, was du willst, ne? Ja. Dachte ich mir, ne?
Jetzt geht's hier rum. Schön vorsichtig hier entlang. So, dann einmal gegen die Säule und nach links. Jetzt nach oben. Oder auch nicht. Ja, das muss unbedingt abbröckeln, aber ist ja egal. Oh, das bröckelt auch ab. Na dann, das ist so ein bisschen Spielerei, da muss man halt dann noch ein bisschen runter rauf, ja, dann statt dass man gleich in einem durch, aber ja, es hat der Zeit und so, dann fällt alles auseinander, ja, von mir aus sein muss. Und jetzt? Ah ja. Alter, ich werde jetzt hundertprozentig runtergeflogen. Oder so macht sie eine Tür auf. Hier geht eine Tür auf. Und das ist diese Vier. Sieh nichts. Sehr, sehr schlechte Kameraeinstellung. So, ich hoffe, das sind jetzt nur die drei. Nein, es werden gleich mehr wieder. So, den nehme ich auch gleich wieder mit. Und danach gibt's was zu speichern. So, einmal die Lady. Den da. Und jetzt. Sei still. Was war daneben? Was ist das? So, einmal sie. Er. Ah, da kommen noch welche. Und er. Hätten auch drei Ladies sein können, hätte mich sehr gefreut. Nein. Bleib, wo du bist. Das sind doch noch hinkommen, glaube ich, ja. Ah, die. So, stirb. Jetzt kommt keine mehr, sehe ich, ja. Jetzt haben wir die Lady da. Und weg mit dir. Es wird auch dieser Schein, der das seitliche Bild ist, der wird auch immer heller. Umso mehr Gegner man sieht, dann weiß man ungefähr, ja, es kommen nur noch ein paar. Eine Welle noch, zwei Wellen noch, so aus der Art, ne? Es kommen ja immer so Wellen. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir bekommen jetzt nämlich ein neues Schwert. Freue ich mich schon. Also derweil dauert es noch ein bisschen, bis wir ein neues Schwert bekommen, aber auf jeden Fall. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon aufnehme, aber ich hoffe, in der Folge vielleicht bekommen wir noch das neue Schwert, ansonsten in der nächsten, ne? Man weiß ja nichts. Auf jeden Fall in der Aufnahme, auf jeden Fall. Also, dass die Aufnahme ist auf jeden Fall fix, dass wir hier auf jeden Fall das neue Schwert bekommen. Ja, so lange mache ich auf jeden Fall noch. Ich kann zwar das Ding herumschieben, aber das bringt mir jetzt nicht so wirklich viel. Ich glaube, ich sehe das Glühen, von dem ihr sprach. Seid vorsichtig. Das ist ein Schwert. So, ich schieb das Ding mal ganz ran. Ah, das war's. Au. Alter, der springt absichtlich daneben, oder? Wie ist das so?
springt, glaube ich, nämlich absichtlich daneben. Damit wir ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen satte Zeit loswerden, weil wir so sparsam sind damit, ne? Oder in dem Fall auch so gut. Ich meine, hallo, wir haben jetzt... Wir setzen den nicht so oft ein, außer wenn ich absolut fehle, so richtig halt. Aber macht ja nichts, ne? Für das ist der ja da. So. Ein neues Schwert. Freue mich. Wo er das alte hin hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben wir ein neues Schwert, ne? Ah ja, sehr schön. Ja, ich habe ja die Hilfstexte habe ich ausgeschalten. Deswegen kommt jetzt auch kein Hilfstext mehr, wenn wir was Neues lernen. Das ist vielleicht nicht so geil, weil es hat mich gestört einfach, wenn man das da anwendet, ja. Da kommt immer unten ein Text. Und wenn man jetzt aber so ein Bild hat, zum Beispiel so wie jetzt, ja, das wäre ja ein eigentlich ganz schönes Thumbnail oder so. Wenn jetzt aber da unten so fetter Text steht, ja, dann ist es nicht so geil. Das kann dann nicht so viel, ne? Alter. Am Ende von diesem Game haben wir eine Leistung, die ganz Bildschirm geht, ne? So. Huch. Da ist einfach mal die Tür verschwunden. Ihr besitzt die Kraft von Rustam. Danke. Ich weiß, ich bin mächtig. Okay. Speicher brauchen wir hier nicht. Ja, abgesehen davon. Kein Vergleich zu eurem alten Schwert. Nö, das auf keinen Fall. Wo sind wir? Sagt, dass der Palast auf den Ruinen eines Älteren erbaut wurde. Aber ich hielt das für eine Legende. Wie gesagt, wir wollen ganz nach oben und müssen halt mal ganz nach unten, ne? Verstehe einer diese Logik. Da muss ich hin. Supi. Ach so. Das habe ich eh schon gesehen, das... Geh weg da. Ja, dachte ich mir schon, dass da ein Spalt ist. Aus welchem Grund hier auch immer diese Einbuchtung ist. Aua. Alter, das ist so heftig. So im echten Leben wäre das schon heftig, hier entlang latschen. Es muss körperlich anstrengend, ist es sicher extrem, ne? Nein, warum einfach, wenn es kompliziert auch geht? Wieso einfach, wenn man so hin und wenn man auch so hin und her springen kann, ne? Wo man dann auch failen kann, ne? Wenn man zu früh drückt. So ein Schwachsinn hier echt, ey. Ich komm schon. Schon den Weg gefunden, liebe Fahrer. Unter euch ist ein Vorsprung. Was? Ich glaube, sie meint sowieso den, wo wir gerade sind. Das wäre ein Tipp. Es geht ja nicht, dass da ein Tipp ist. Gut. Da seid ihr ja. Ja, ne, du konntest die Tür noch nicht öffnen, ne? Nö, nö, das lass lieber mich machen, ne? Was?
Ah, man darf nur bis zur Hälfte schießen. Ah, zwei Schläge reichen bei diesen Viechern. Sehr schön. Das freut mich. Brauche ich nicht nur so draufschlagen, wenn zwei Schläge reichen. Ach du Scheiße. Fahrrad. Da, ein Spalt! Ja. Du unter dem Spalt. Ich freue mich für dich. Ah ja. Stell dich drauf da. Hier bin ich! Schön für dich. Schafft ihr es? Nein. Auf dem Schalter. Also wie ich sie kenne, geht sie sich runter, weil sie sich einen Knöchel verstaucht hat. Ja. Ich hätte es auch ohne. Nein, hätte ich nicht. Hätte ich ein bisschen abnehmen müssen, damit ich das geschafft hätte. Geh weg da. Wie gesagt, wenn ich fehle, dann brauche ich das zurückspulen, ne? Vorne sind sie schon wieder. Na, nicht schon wieder. Ah, die können auch nicht blocken diesmal. Was ist das? Nein, bleib liegen. Verpiss dich von mir! Noch einer? Außer der? So, jetzt weg mit dir. Da kommen noch welche, ne? Die können zumindest nicht mehr blocken, kommt mir so vor. Hinter euch! Passt lieber auf dich auf, Mädchen, ne? Oh, die können doch noch blocken. Aua. Sah zumindest gerade so nichts aus, es könnte sie blocken, aber anscheinend doch. Zum Schluss macht er so einen richtig geilen Salto, ja. Ah, da kommt noch ein Gegner. Oh, weggesehen. Aber ich finde es auch cool, dass die Fahrer uns verletzen kann. Das finde ich schon ganz geil eigentlich. Ist heutzutage eigentlich so Spiele, wo dich deine Verbündeten verletzen können, ne? So, mal raus da. In der Mitte von Gegnern stehen ist nur cool, wenn man gerade so richtig alle fertig macht, ne? Sonst nichts. Ach du Scheiße, jetzt brauche ich unbedingt was zu trinken.
glaube nicht, dass man durch diese Säule Lebensenergie bekommt.